Ansonsten Wasserhahn. Der ist fest. Schön über das Wasser aufdrehen. Dartsbrett, das haben wir noch nicht untersucht. Die Darts fehlen. Ah, oh, wie schade. Das ist an der Wand befestigt. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. In der Mitte klebt. In der Marcel. Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Bullseye. Selber. In der Mitte klebt ein Foto. Nee, dem. In der Mitte klebt ein. Das hatten wir. Können wir da noch unterschreiben? Ah, Dr. Marcel. Gekritzelt. So, in den Raum, wo wir das Comic bekommen, können wir nicht mehr rein. Dann gehen wir halt runter. Oha. Oha. Wo sind wir hier gelandet? Helm. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Sorry, zu hoch. Das Damoklesschwert unter den Kopfbedeckungen. Das funktioniert anders. Manche Hüte kann ich einfach nicht tragen. Wie geht's der Familie, Helmfried? Ach, mein Cousin arbeitet auf dem Bau. Und mein Bruder ist bei der Armee. Nur ich häng hier rum. Tja. Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Was ist da jetzt passiert? Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ich warte auf die Mobilvariante. Mit der kann man dann sicher auch MP3s abspielen. Ganz sicher. Was der Tavi denn dazu? Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok. Energie. Großartig. Energie. Die Kontrollen. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Die sind fest montiert. Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölfritten. Keine Antwort. Sieht kompliziert aus. Können wir drauf rumkritzeln? Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Wie bitte? Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Okay, können wir den Hebel betätigen? So funktioniert das nicht. Das sollte ich lieber dem... Aktivieren! Aktivieren! So funktioniert das offensichtlich nicht. Vielleicht brauche ich einen Fachmann. Okay. Wir kommen später mit dem Fachmann wieder. Da fehlt ein Schlüssel. Okay. Und Schlüssel kommen wir hier wahrscheinlich gerade mal nicht durch. Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht rausbringen. Den können wir drauf kritzeln. I don't know what I did last summer. Aha. Sesam, öffne dich! Keine Reaktion. Das war wohl der falsche Spruch. Ist einfach offen. Die ist verschlossen. Gut.
Dann isst du das. Wenn es doch nur so einfach wäre. Sesam! Das war wohl der... Was Dr. Marcel darin wohl versteckt? Werden wir wohl noch rausfinden. Gut, dann erstmal weiter Trepp ab. Ui. Ein Juppie. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Hallo? Hallo? Er telefoniert. Ja. Nein, das könnte er missverstehen. Nein, das könnte er missverstehen. Was sagt Harvey denn dazu? Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Tja. Dann nochmal weiter runter. Okay, was haben wir da an der Pinnwand? Guck mal, Harvey, eine Pinnwand! Yippie! Meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Tja, also... Oha. Dann nehmen wir uns Ketchup und Senf mit. Mehr gibt's hier auch nicht viel zu sehen. Ein Aushang. Hier steht, heute bekommt jeder sein Leibgericht. Bockwurst! Yippie! Mhm. Der Siggi. Was hältst du von Siggi, Hasi? Psst! Er hat mich doch nicht gesehen. Hast du etwa Angst vor ihm, Harvey? Ich schulde ihm noch Geld vom letzten Pokerabend. Der große Deuter Jung. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Der Sigmund Freud. Was hat er an der Reihe? Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Was hältst du von jungen Harvey? Ich finde, er ist ein Traumtänzer. Der Hans Kuck in die Luft der Psychoanalyse. Hat er nicht das kollektive Unterbewusstsein erfunden? Ja, kann sein. Ich war neulich mal da. Die Deko ist ganz cool und die Musik ist in Ordnung. Ansonsten ein echt lahmer Laden. Da treiben sich nur Archetypen und langweilige Allerweltspsychosen rum. Hm. Was hältst du davon, Harvey? Pfui. Tun wir ein bisschen kritzeln. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Ah, ja. Ich habe mal geträumt, ich sei... Ich habe... Ach, lass das doch in Ruhe. Es ist nur ein langweiliges Türschild, mehr nicht. Ja, aha. Okay, sehr informativ. Das Schild ist mit fußnagelsicheren Schrauben befestigt. Oha. Was gibt's heute, hilfreiches Hinweisschild? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Oha. Hardcore. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Kommen wir hinein. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Wird dem Poki zu hören. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert.
Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber, und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Ach, sehr schön. Der braucht die schon. Spielentwicklung, tja. Sehr interessant, Herr Poki. Und dieser Raum, sind okay, die... Das hatten wir schon. Selbst wir. Warten Sie ein... Ja, bitte, kommen Sie... Das hier... Ich wollte dann aber... Und schon... Toll, den Poki mal getroffen zu haben. Der macht die Therapie. Gibt's eine Tür? Und die Küche. Der Speiseplan. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Ah, ja, damit werden wir noch später zu kämpfen haben. Der kommt mit. Ein Topf. Wollen wir nicht erst mal gucken, was drin ist? Nö. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Nein. Was du nicht sagst. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? In dem Löffel abgegeben. Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's! Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden! Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Deponia-Anspielung. Hurra. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's? Tja. Topflappen. Ah, heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Eine Decke können wir nicht mitnehmen. Für den Topf passt Decke und so. Das Schloss. Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Da passt nur der Generalschlüssel rein. Ich hasse diese Dinger. Sesam! Da fehlt ein Schlüssel. Ein Generalschlüssel. Und darum dreht sich das ganze Spiel. Wir haben ein Messer. Können wir mal einen Fußnagel können wir vielleicht mal versuchen. Brauchen wir irgendwann noch. Oh, okay. So, dann können wir hier mal lang. Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ich bin doch nur zu Besuch. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung? Du bist der Neue. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da richtig. Ich habe es satt mit dir. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich? Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein.
So. Ja. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Der Aufenthaltsraum. Na dann, willkommen im Aufenthaltsraum. Hier haben wir zum Beispiel Drogebecher. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Hier steht noch einer. Den machen wir mit ihm hier. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja. Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt, zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen, der Vulkan bricht aus. Edna bricht aus. Gut geraten. Was führt dich zu mir, Edna? Wer bist du jetzt? Zuerst mal, das ist eine wichtige Frage. Das sollten wir mal im Gespräch vielleicht mal rausfinden. Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alumann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Der ist sowieso der Beste. Nach Drogelbecher. Und nach Edna und Tabi. Alumann ist der Beste. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Ja, warum schaust du denn so aus? Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Natürlich, das ist das. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Weil Gaia ja mit A anfängt, ist das... Ja, ist ja klar. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was denn für Theorien? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Das Letzte. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halma. Ja. Aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Oha. Die brauchen wir. Die Medaille.
Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt, der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet, Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hatte er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Okay. Sprechen wir über was anderes. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Was im Original. Und ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Oder auch nicht. Sprechen wir über was anderes. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Sei. Ich bin... Und sei das sagt dir alles, dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Den werden wir natürlich nicht kriegen. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Natürlich. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Verständlich. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept, den Kleid zum einen, zum anderen ein. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Ja, sicher. Fang den Frosch. Knobel-O-Mania. Mit der Kuh durchs Haus. Interessantes Spiel. Yazzi Fatale. Wo ist Bobo? Zu Gast bei Dr. Glibber. Achso, das gibt immer neue. Ja. Vertical Scrabble. Das Reinhard-Fendrich-Quiz. Wer will es nicht? Sechs fliegt raus. Spargelzeit. Oma kriegt die Tür nicht zu. Die Arme. Dinge im Bad. Die Reiter aus der Mogelei. So viele Spieletitel. Trivial Pursuit. Die Schlümpfe-Edition. Fang den Frosch. Oh, das hatten, glaube ich, schon. Knobel-O-Mania. Ja, das wiederholt sich. Was haben wir denn im Inventar? Hier ist noch ein Spiel. Pferderallye. Aha. Was hältst du davon, Harvey? Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. Verständlich. Hier ist noch ein Spiel. Das war Waldi. Oha. Okay. Das klappt so nicht. Dann halt nicht. Hier ist noch ein Spiel. Pandemonium. Wir müssen später noch mit anderen Items herkommen. Das ist fantastisch. Hier ist noch ein Spiel. Quiz-Oase. Dass die Entwickler sich für dieses Item ein Spiel ausgedacht haben. Das klappt so nicht. Schade. Hier ist noch ein Spiel. Inspektor Schnatter. Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg 2. Die Star Wars Edition. What the fuck? Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg. Ja. Hier ist noch ein Spiel. Beat the Pot. Hier ist noch ein Spiel. Scotland Billiard.
Das hat sogar unser englischsprachiger Zuschauer, unser polnischer Zuschauer verstanden. Beat the Pot. Hier ist noch ein Spiel. Zu Gast in Pepes Restaurant.